Was geht, Leute? Willkommen zu diesem Video. Heute wieder mit einem Physik-Rätsel. Und wir haben jetzt hier zwei Körper. Einmal ein Körper aus Styropor. Hier Styropor, der jetzt mal eine Dichte von 0,02 Gramm pro Kubikzentimeter haben soll. Also allgemeine Eigenschaft hier von Styropor. Ihr wisst ja, Styropor ganz leicht. Und dann haben wir jetzt eben noch einen zweiten Körper, jetzt hier aus Aluminium. Und Aluminium hier soll jetzt mal eine Dichte von dann 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter haben. Und was wir jetzt eben machen ist, dass wir jetzt beide Körper nehmen, jetzt zusammenkleben und dann ins Wasser werfen. Und die Frage ist jetzt hier dann, was passiert? Also geht jetzt entweder der Körper unter, schwimmt er, schwebt er. Das ist jetzt hier die Rätselfrage. Ihr könnt mal selbst überlegen. Ich werde es jetzt hier an dieser Stelle auflösen. Und zwar wird jetzt der Körper im Wasser untergehen. Und dafür ist ja hier das entscheidende Thema die Dichten der Körper. Jetzt kann man es auch noch über die Auftriebskraft und Gewichtskraft lösen. Aber im Wesentlichen ist auch dann hier das entscheidende Kriterium wieder die Dichten. Deswegen, wir gucken uns mal hier die Dichten an. Jetzt erstmal noch mal kurz hingezeichnet. Also hier, wir haben dann halt das Wasser. Hier geben wir dann diesen Körper, den wir dann hier zusammenkleben, geben wir dann hier rein. Und jetzt ist hier erstmal die Dichte von Wasser. Jetzt 997 Kilogramm pro Kubikmeter, ganz genau, also ungefähr 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, was dann auch gleich 1 Gramm pro Kubikzentimeter wäre. Also hier Dichte Wasser, jetzt dann eben gerundet 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Und dann ist die Frage jetzt, was ist die Dichte von unserem zusammenkleben Körper? Da müssen wir einfach hier dann quasi einen Durchschnitt bilden, denn wenn wir die beiden Körper kombinieren, haben wir dann ja als Dichte, jetzt mal hier hingeschrieben, Dichte Körper, jetzt einmal die 0,02 Gramm können wir eben schreiben, plus 2,7 Gramm und dann wäre das jetzt hier die beiden Massen von zwei Körpern mit jeweils 1 Kubikzentimeter Volumen vorgestellt, also hier durch jeweils 2 Kubikzentimeter, das wird dann hier die resultierende Dichte und das ergibt dann halt 1,36 Gramm pro Kubikzentimeter und damit sehen wir dann eben, okay, Dichte des Körpers ist dann größer als die Dichte vom Wasser, heißt der Körper würde jetzt untergehen. Und dann kann man eben noch kurz sagen, wenn die Dichte kleiner, dann würde eben der Körper schwimmen, wären die Dichten gleich, würde der Körper jetzt hier direkt unter der Wasseroberfläche schweben. Das ganz kurz aufgebaut dazu, jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Physikrätseln und ich verlinke noch hier meinen Chemiekanal und Quelle hierzu ist Pettys Physikseite, Link in der Beschreibung und das war's dann, damit zu diesem Video.